Wird 2020 das Jahr der Schwellenländerbörsen? Eins kann man auf jeden Fall schon mal sagen: Wir haben jetzt relativ viele Ausblicke von Analysten und Investmentbanken auf das nächste Jahr. Und da wird plötzlich wieder relativ viel über die Emerging Markets gesprochen und auch darüber, wo man da speziell investieren könnte. Und ein paar von diesen Analysen schauen wir uns heute an. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Liebe Zuschauer, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Die Emerging Markets sind wieder angesagt. Investmentbanken empfehlen, man soll nächstes Jahr verstärkt wieder in Schwellenländerbörsen investieren. Das ist jetzt zumindest mal mein Eindruck. Es sind jetzt mittlerweile relativ viele Analysten, Prognosen fürs nächste Jahr schon raus. Und was schon wirklich auffällt, ist, dass relativ viele Analysten auch wieder empfehlen, Schwellenländeraktien zu kaufen. So viele wie schon seit Jahren nicht mehr, meinem Eindruck nach zumindest. Das ist also nicht selbstverständlich, dass Schwellenländeraktien empfohlen werden von den Analystenhäusern. Ganz im Gegenteil, die waren ja immer relativ zurückhaltend, oft in den letzten Jahren. Und wir schauen uns von diesen Analysen heute mal zwei Stück an. Wir schauen uns an, was da genau empfohlen wird, was man da machen soll als Anleger und wie da auch argumentiert wird. Das ist der MSCI Emerging Markets Index auf 10 Jahre in US-Dollar. Vor 10 Jahren, Ende 2009, war der Index bei 975 Punkten. Heute sind wir ungefähr bei 1040 Punkten. Es gab Höhen und Tiefen da. Es gab einen schönen Anstieg kurzzeitig von 2016 bis 2017. Aber 2018 ist uns davon schon wieder einiges weggebrochen, sodass wir jetzt wieder auf einem Niveau sind, wo wir eigentlich 2011 und 2012 auch schon waren. Und insgesamt in diesen 10 Jahren ist der Index um weniger als 7% gestiegen. Das ist natürlich extrem wenig und das ist enttäuschend. Vor allem, wenn wir uns vor Augen halten, dass jetzt zum Beispiel der US-Aktienmarkt im gleichen Zeitraum gestiegen ist um 190%. US-Aktien sind also auf Rekordniveau und Schwellenländeraktien im Gegensatz dazu, die haben sich unterm Strich so gut wie nicht bewegt. Ob das gerechtfertigt ist, da kann man viel drüber streiten. Aber man kann zumindest eins mal ganz sicher sagen, wenn man jetzt die Emerging Markets nimmt in ihrer Gesamtheit, dann waren die letzten 10 Jahre wirklich unpopulär. Das kann jetzt auch eine Chance sein für Anleger. Und ich habe auch den Eindruck, dass das einige Analysten jetzt auch wieder so sehen. Zum Beispiel Analysten von der DWS. DWS ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland und die sagt, 2020 wird wieder ein Jahr der Schwellenländer. Wie wird da argumentiert bei DWS? Also erstmal gibt es natürlich, wie das meistens so ist, ein Gesamtszenario. Das sieht dann aus wie folgt. Man ist also da bei DWS insgesamt relativ konstruktiv. Man ist jetzt also für die Weltwirtschaft nicht übertrieben pessimistisch zum Beispiel. Die sagen, das wird schon wieder halbwegs laufen. Man erwartet jetzt aber auch keinen Wachstumsschub oder sowas, sondern man erwartet eigentlich nur ein relativ moderates Wachstum für nächstes Jahr. Vor allem in den USA wird es eben nur sehr moderat sein, weil da der positive Effekt von den Steuersenkungen, die Donald Trump da vorgenommen hat, jetzt langsam eben doch ausläuft. Für die Schwellenländer sei diese ganze Geschichte aber gar nicht so übel. Die Schwellenländer haben ja jetzt auch den wirtschaftlichen Abschwung gehabt, da haben sie auch die Zinsen gesenkt, davon würden sie jetzt aber langsam profitieren im neuen Jahr. Und es ist ja außerdem so, und das hebt DWS auch hervor, dass 60% der gesamten weltweiten Wirtschaftsleistung nächstes Jahr dann schon in den Schwellenländern erwirtschaftet werden. 60%,
Das ist ein Hinweis. Für sowas bin ich immer sehr dankbar, ganz egal, von wem es kommt. Man kann es eben nicht oft genug sagen. Es ist einfach nicht mehr so, dass es jetzt nur noch die zwei großen reichen Wirtschaftsblöcke gibt, also Europa und Nordamerika. Und da spielt dann die Musik und alles andere, insbesondere die Schwellenländer, das sind dann nur noch die kleinen Anhängsel irgendwo in Asien oder Lateinamerika oder Afrika. Ganz im Gegenteil. Das Wachstum sowieso, aber auch die Wertschöpfung an sich weltweit, die findet mehrheitlich in den Schwellenländern statt mittlerweile. Das haben die Anleger nur noch nicht in den Köpfen. Aber die Emerging Markets haben grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdient, als sie in den letzten Jahren bekommen haben. Und wofür ich DWS auch sehr dankbar bin, das ist, dass man da auch die Anleihen hervorhebt, die Schwellenländer-Bonds. DWS hat da natürlich auch Produkte, das ist klar, aber trotzdem, Schwellenländer-Bonds ist ja auch so ein Thema, damit beschäftigen sich die Anleger ja noch weniger als mit Schwellenländer-Aktien. Schwellenländer-Bonds sind aber auch sehr interessant, weil es nämlich die Niedrigzinspolitik, die wir hier haben, wegen der wir ja kaum noch Zinsen bekommen, die hat es in den Schwellenländern so natürlich nie gegeben. In den Schwellenländern ist es nach wie vor so, wenn ein Land jetzt eine Anleihe rausbringt oder ein Unternehmen, dann kriegen sie da auch in der Regel noch ordentlich Zinsen drauf. Die Grafik hier, die ist von DWS, ist veröffentlicht worden in der Frankfurter Allgemeinen. Da geht es um Unternehmensanleihen, da wird versucht, das Ganze ins Verhältnis zu setzen. Verschiedene Anleihen, also Ertragsprognose, dann in der Mitte die Volatilität und daraus dann abgeleitet ein Ertragsrisikoverhältnis. Und da sehen wir schon im Vergleich USA, Europa, Schwellenländer, Asien, da schneiden die asiatischen Bonds und die Schwellenländerbonds insgesamt, hier jetzt Unternehmensanleihen, die schneiden da hervorragend ab. Die Schwankungen sind jetzt auch nicht viel höher als in den USA, aber die Chance ist natürlich höher. Mit anderen Worten, Schwellenländerbonds vom Chance-Risiko-Verhältnis her auf jeden Fall interessant. Letztes Jahr habe ich ja schon mal, nein, dieses Jahr im Juli, da habe ich ein Video gemacht zu Schwellenländerbonds, können Sie sich hier ansehen natürlich. Sie haben danach auch einen Zukunftsmärkte-Report bekommen zu verschiedenen Produkten, die es da gibt in der Richtung. Also zum Beispiel Schwellenländerbonds nur in Dollar oder nur in Landeswährung oder nur von Staaten oder nur von Unternehmen. Das war damals sehr, sehr interessant. Das Thema ist aber immer noch interessant, obwohl das Zins Niveau jetzt gesunken ist. Also, wenn Sie die Report schon kriegen, gehen Sie einfach unten auf Archiv. Das war der Report vom 23.07. Wenn Sie unsere Reports noch nicht kriegen, dann eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Da müssen Sie sich nur einmal anmelden, dann können Sie es auch nachlesen. Gut, DWS haben wir damit. Wer auch ins selbe Horn stößt, das ist JP Morgan. JP Morgan ist auch sehr zuversichtlich für die Schwellenländerbörsen, vor allem für Asien. Und sie sagen uns auch, welche Börsen da jetzt besonders interessant sein sollen im neuen Jahr. Und das sind erstmal Südkorea und außerdem auch Indien. Ich fange mit Südkorea mal an. Südkorea ist ja so eine Art Musterschwellenland. Südkorea hat es schon weit gebracht. Südkorea ist weit entwickelt. Es ist ein Technologieland. Es ist auch ein Exportland. Es hat ja auch ein paar sehr große bekannte Unternehmen. Also Samsung, Hyundai, LG Electronics, die kennt man hier auch. Aber wie es mit Exportnationen so ist, wenn eben die globale Konjunktur so richtig abtaucht, und die Situation haben wir ja gerade durch den Handelskonflikt bedingt und so weiter, dann trifft das solche Länder natürlich ganz besonders hart. Und so ist die Lage jetzt gerade. Das Wachstum in Südkorea war zuletzt jetzt nur noch bei 2%. Das ist für Südkorea sehr, sehr wenig. Der Export geht zurück seit 11 Monaten und im Oktober ist der Export eingebrochen um 14,7%. Das ist eine Katastrophe eigentlich. Als der Handelskonflikt angefangen hat mit China und USA, da hat man teilweise noch gelesen,
Das sei ja für Südkorea vielleicht auch gut, wenn jetzt China mit Strafzöllen belegt wird, dann profitiert vielleicht Südkorea davon. Aber wie man jetzt eben sieht, ist es mit Südkorea genauso wie mit so gut wie allen Ländern, die profitieren davon natürlich überhaupt nicht. Außerdem hat Südkorea noch einen eigenen Handelskonflikt und zwar mit Japan und der ist auch nicht von Pappe. Und da sehen wir den KOSPI, das ist ein koreanischer Index auf 5 Jahre. Den hat es natürlich jetzt in letzter Zeit auch ziemlich erwischt. Auf der anderen Seite ist der Markt jetzt aber auch wirklich günstig. Also wir haben ein KGV von 13, das ist so lala, okay, weil die Unternehmensgewinne ja auch dieses Jahr stark zurückgegangen sind. Aber dafür notiert der gesamte Markt unter Buchwert momentan. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt nur noch bei 0,9. Also wir haben 10% Abschlag auf den Buchwert für den gesamten Markt. Und das ist ungewöhnlich, das ist auch für die Schwellenländer ungewöhnlich. Und JP Morgan argumentiert, dass jetzt die globale Krise, die das verursacht hat, dass die vielleicht zwar noch nicht vorbei ist, aber dass im 4. Quartal jetzt eben schon das Tief erreicht sein dürfte und im neuen Jahr wird es eben moderat wieder aufwärts gehen. Also ein ähnliches Szenario, wie wir auch bei DWS haben. Und Südkorea sei dann eben eins der Länder, die davon am meisten profitieren würden dann. Also die hat es am härtesten getroffen, die würden dann auch mit am meisten profitieren. Vor allem der Technologiesektor, also Halbleitersektor zum Beispiel. Das werde man dann stark spüren in Südkorea. Es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, allein schon von der Bewertung her. Südkorea, muss man sagen, ist auch ein relativ solides Land. Also das ist jetzt kein Hochrisikostandort, wo man als Anleger sagen müsste, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu wild alles. Das muss man bei Südkorea nicht tun. Südkorea ist insgesamt ein gesundes, aufstrebendes Land, das jetzt eben in einem zyklischen Tief ist. Das einzige Problem, das man damit haben könnte, das ist, dass es jetzt eben wirklich hier um eine zyklische Wette geht. Man wettet auf eine zyklische globale Konjunkturerholung. Wenn die nicht kommt, dann ist Südkorea wahrscheinlich eben auch kein Outperformer nächstes Jahr. Und das mit den zyklischen Dingen, das ist meiner Meinung nach sowieso die ganz große Frage für 2020. Also zyklische Aktien, in welchem Land auch immer. Es ist ja so, die meisten Börsen sind ja noch nicht mal schlecht gelaufen dieses Jahr. Aber was überall sehr schlecht gelaufen läuft nach wie vor, das sind zyklische Aktien. Umgekehrt sind die natürlich gerade sehr günstig. Und darum ist das wirklich eine der ganz spannenden Fragen, jetzt mal ganz grundsätzlich, was da nächstes Jahr passiert mit den zyklischen Werten. Und was jetzt koreanische Aktien betrifft, Einzelaktien, dazu kriegen Sie morgen einen Zukunftsmärkte-Report. Da schauen wir uns ein paar Einzelaktien direkt an aus Südkorea. Die Reports von uns, wie gesagt, die sind alle gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Wenn Sie es bis morgen nicht schaffen für diesen Report, macht nichts, trotzdem anmelden. Sie haben ja Zugriff aufs Archiv dann auch, wenn Sie angemeldet sind. Und da können Sie alle Reports nachlesen. Der Anmeldelink dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. So, und jetzt zur zweiten Empfehlung von JP Morgan. Das ist der indische Aktienmarkt. Indien ist eine komplett andere Geschichte als Südkorea. Indien ist natürlich bei weitem nicht so entwickelt. Indien ist ja auch ein riesiger Flächenstaat, aber die indische Wirtschaft ist tatsächlich inzwischen ziemlich groß, dadurch, dass die Bevölkerung eben sehr hoch ist. Indien ist die sechstgrößte Wirtschaft der Welt mittlerweile schon. In Indien geht es den meisten Anlegern aber nicht um zyklische Geschichten, um eine zyklische Erholung, sondern da geht es immer um dieses große Langfristpotenzial, das die indische Wirtschaft haben könnte. Ich habe mein letztes Indien-Video im Mai gemacht. Ich habe auf dieses Potenzial natürlich auch hingewiesen. Ich habe aber auch auf ein paar Risiken hingewiesen. Bankenkrise, Kreditkrise, die wir gerade in Indien haben. Was ich jetzt auch nicht gedacht hätte damals, dass sich das so schnell und so stark auswirkt auf das Wachstum. Das Wachstum in Indien ist nämlich in den letzten Monaten wirklich stark zurückgegangen.
Der Charme von Indien war ja immer so ein bisschen, dass Indien relativ unabhängig ist von der globalen Konjunktur, weil da geht es vor allem um den großen Binnenmarkt. Aber das hat Indien nicht immun gemacht. Das Wachstum ist eben trotzdem stark zurückgegangen. Vor einem Jahr waren es noch 7%, jetzt sind es nur noch 4,5% Wachstum. Was aber auch ganz interessant ist, umgekehrt, dass der indische Aktienmarkt das trotzdem weggesteckt hat. Das ist der Sensex auf 5 Jahre und da ist es super gelaufen nach wie vor. Also wir haben im Sommer diesen Einbruch gehabt, das war der Wachstumsschock, als man also gemerkt hat, jetzt geht das Wachstum eben doch deutlich zurück, aber der Markt hat sich davon ziemlich schnell erholt und wir haben ja jetzt in den letzten Wochen auch wieder neue Rekords hoch erreicht. Das Ganze relativiert sich aber, wenn man sich nicht den Sensex anschaut, sondern den MSCI India. Der ist dann natürlich währungsbereinigt. Wertverlust der Rupie zum Dollar. Und da war das Hoch dann eben schon Anfang 2018. Und da geht es eben seitdem auch nur seitwärts allenfalls. Der Währungseffekt macht da schon viel aus. Wir können uns aber trotzdem fragen, was hat den Markt stabilisiert in letzter Zeit? Das waren vor allem die Gegenmaßnahmen der Regierung Modi. Maßnahmen für die Bankenrettung, aber vor allem auch Senkung der Unternehmenssteuer. Die war ganz eklatant und es kann dadurch wirklich sein, dass durch die Unternehmenssteuersenkung die Gewinne nächstes Jahr steigen, obwohl das volkswirtschaftliche Wachstum eigentlich zurückgeht. Und damit argumentiert eben auch JP Morgan. Bei JP Morgan sagt man eben auch, die Zeit der Gewinnwarnungen in Indien und der Gewinnrückgänge bei den Unternehmen, die sei jetzt erstmal vorbei. Wir hätten in der Hinsicht das Tief erreicht. Nächstes Jahr geht es wieder aufwärts. Soweit JP Morgan. Ich persönlich, ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig. Indien ist eine der teuersten Börsen weltweit. Das Durchschnitts-KGV liegt bei 22 momentan, für nächstes Jahr ist es auch noch bei 19. Dann haben wir noch das Währungsrisiko, also da darf jetzt nicht mehr viel verrutschen, würde ich sagen. Auf lange Sicht halte ich den indischen Markt nach wie vor wirklich für einen der interessantesten Aktienmärkte. Man kann auch bei Rückschlägen da immer ein bisschen was zukaufen. Es muss auch keine Korrektur kommen nächstes Jahr in Indien. Der Markt ist wirklich sehr robust aus technischer Sicht, das muss man sagen. Aber es ist trotzdem einfach so ein bisschen in Indien zurzeit, dass das nicht ganz einfach ist da. Indien ist natürlich ein großes Thema für sich. Ich habe es jetzt hier nochmal kurz angerissen. Wir werden uns mit Indien auf jeden Fall in den nächsten Monaten ausführlich nochmal beschäftigen. Und was natürlich auch ansteht hier demnächst, das ist dann mein eigener Ausblick aufs neue Jahr. Das ist eine Sache, da habe ich schon Respekt davor, weil natürlich niemand weiß, was die Zukunft jetzt wirklich bringen könnte. Eine gute Bekannte von mir, die hat erst gestern gesagt, das ist doch eigentlich alles Kaffeesatzleserei. Das wissen wir, das wissen die Anleger, jeder weiß das. Klar, es ist irgendwo so, ich finde das aber auch in Ordnung. Wir wissen alle, es gibt keine endgültigen Gewissheiten an der Börse. Wir denken eben in Wahrscheinlichkeiten und Szenarien. Wir können damit aber auch schon ganz schön weit kommen. Und was wir eben als Anleger schon immer wieder brauchen, das ist ab und zu mal eine Standortbestimmung und dass wir uns fragen, wie ist denn die Lage und was können wir daraus für Schlüsse ziehen für die Zukunft. Und dafür ist der Jahreswechsel natürlich immer eine ganz gute Zeit, auch weil man dann vielleicht ein bisschen mehr Muße hat für solche Themen. Uns lohnt sich aber auf jeden Fall immer in der Geldanlage, wenn man sich mal ein paar Gedanken mehr macht über die Märkte und wenn man sich auch ein paar Gedanken von anderen Leuten anhört. In diesem Sinne, also es bleibt spannend dieses Jahr, im neuen Jahr. Es lohnt sich dran zu bleiben. Am besten auch Zukunftsmärkte-Kanal abonnieren, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Und wenn Sie es tun, beim Anmelden immer auch gleich auf die Glocke drücken. Dann sehen Sie nämlich auch, wenn von uns neue Videos da sind. In diesem Sinne, machen Sie es gut, viel Erfolg, alles Gute, schöne Adventstage und herzlichen Dank natürlich fürs Zuschauen.